Hallo, für Anwendungen, die man auf das Fire TV per Sideload installiert hat, wie beispielsweise Sky Go, wird oft eine Maus benötigt. Hierfür möchten wir euch die App Remote Mouse for Fire TV vorstellen. Diese läuft auf einem Android-Gerät und ist besonders für den Fire TV Stick interessant, da dieser keinen eingebauten USB-Steckplatz bietet. Beim ersten Start findet die Anwendung euer Fire TV automatisch und befindet sich noch im Touchpad-Modus. Diesen könnt ihr unten rechts wechseln und erhaltet die klassische Fire TV Fernbedienung. In den Einstellungen findet ihr einen Punkt Apps. Dieser öffnet das App-Menü des Fire TVs und so könnt ihr euch den umständlichen Weg über Einstellungen und so weiter sparen. Bei Sky Go benötigt man eine Maus, wechselt also in den Touchpad-Modus. Dort bedient ihr die Maus genauso wie beim Laptop. Am unteren Rand des Touchpads gibt es noch vier Tasten, mit denen ihr horizontal bzw. vertikal scrollen könnt. Wenn ihr einen Film gefunden habt, einfach draufklicken und abspielen. Immer sichtbar sind die Standardtasten der Fire TV Fernbedienungen. Ihr könnt also jederzeit auf den Homescreen wechseln, zurück oder in die Einstellungen. Sehr nützlich ist auch die Tastatur. Wenn ihr mal ein Passwort oder einen anderen Text eingeben müsst, könnt ihr diese ganz einfach nutzen. Praktisch ist auch die Funktion, mit der ihr das Fire TV direkt von der Fernbedienung aus in den Standby-Modus versetzen könnt. Den Link zur App und weitere Informationen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und auch auf unserer Webseite. Viel Spaß damit! Wenn ihr mehr über das Fire TV erfahren wollt, abonniert uns auf YouTube, schaut auf unserer Webseite vorbei und liked uns bei Facebook.